Und los geht's! Ja, meines Skype ist es nicht abgestürzt, ist Yoshi. So, ja. Dadurch, dass es gestern ein paar technische Schwierigkeiten gab, lag wahrscheinlich daran, dass es ein anderes Programm war, weil ich mit dem noch nie gestreamt habe, wird der Stream heute komplett wiederholt. Das heißt, wir spielen von Anfang an das ganze Spiel noch einmal. Yeah! So, legen wir die CD ein und los geht's. Dieses Mal werde ich aber nicht eine Stunde lang was vorlesen. Keine Angst. Das lasse ich dieses Mal aus. Das ersparen wir uns. Dafür müssen wir nur 3 Stunden nachspielen. Aber macht ja nichts. Dafür spielen wir heute bis ca. 16 Uhr. Also 18 Uhr meine ich. Warum sage ich mal 16 Uhr? Ich weiß auch nicht, wenn ich immer mal denke, ja, was sage ich jetzt auf der 16, das ist 16 Uhr. Ja, ist auch wie auch immer. gut. Nach allen 2 Stunden werde ich 5 Minuten Pause machen. Das heißt, ich werde das Programm neu starten. Ich werde den Stream-Chat neu starten. Ich werde alles neu starten, damit hier sich ja nichts aufhängt. Und das Intro lasse ich trotzdem nochmal ablaufen. Das heißt, jeder kann nach 2 Stunden nochmal aufs Klo gehen oder sonst irgendwas treiben. Ja, klar, wir wiederholen jetzt alles von vorne. Bis auch, dass ich eine ganze Stunde lang das Tutorial vorlesen, tue ich jetzt nicht. Das lassen wir aus. Aber ansonsten wiederholen wir jetzt alles. Das heißt, alles. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen schneller durchlaufen, weil die Fails, die ich gestern hatte, werden mir heute nicht mehr passieren. Aber hey. Weil ich finde es halt Unsinn, wenn ich jetzt da raus ein Stream-Projekt mache und dann fehlt der ganze erste Teil. Also das ist mir zu blöd. Und nach jedem Teilen des Streams, weil ich natürlich nach 2 Stunden nochmal Pause machen ab jetzt. Dann werde ich auf einen anderen Speicherpunkt speichern. Das heißt, damit sollte es nochmal irgendwas passieren, dann kann ich den anderen Speicherpunkt laden und muss nicht jedes Mal ja Angst haben hier, ne? So, die Recordings sind auch an und fertig. Dum, dum. Ja, der Gary ist auch da. Hi Gary. Hi, oder beziehungsweise Stefan, so wie er im Chat steht. Und hi Clawing und hi Yoshi. Schön, dass ihr auch da seid. Mich selbst grüßen wäre jetzt ziemlich dämlich. Ich finde die Haare so toll. Von wem die Haare gehören, erfährt ihr erst viel später. Dum, 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 dum. Ging das Intro immer schon so lang? Ich weiß es nicht. Boah, irgendwie ist es voll warm in meinem Zimmer. Ich glaube, ich mache mal das Fenster auf. Also kippen nicht ganz auf, weil sonst ruft der Nachbar hoch. Ey, was machst du für einen Scheiß da? Ah, ich glaube, das Intro ist vorbei. Das ist schön. Also wir können starten. Wir starten ein neues Spiel. Das ist, glaube ich, nicht gewohnt, dass ich immer mit mir selbst rede. Und wir starten wieder mal direkt beim Konzert. Da hinten läuft Pain. Und hier haben wir Riku. Dum, dum. Ich weiß noch, wie mein Nachbar nachts um 11 Uhr,
an unserer Tür geklingelt hat. Ich und mein Vater haben schon geschlafen und dann behauptet hat, dass wir laut sind. Ist klar. Nur weil der nicht schlafen kann, muss er an uns auslassen. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? I can hear you. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Okay, jetzt lass mich aber sein mit dem Singen. Ja, genau. Ich könnte das ganze Lied mitsingen, aber mein Englisch ist so grottenschlecht, ich lasse es bleiben. Be alone. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? I can hear you. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? I can hear you. I can hear you. Ding. Ja, und da ist das Logo einfach aufgeploppt und dann beginnt jetzt erstmal richtig die Story. Also ich finde das Intro ziemlich cool. Vor allem das Lied. Ich höre es auf Englisch gerne und ich höre es sogar von einer Person gerne, die es auf Deutsch gesungen hat. Also so ein German Fansang oder Fandub, wie heißt das? Keine Ahnung. Fancover, genau, Fancover. Ja, und dann gibt es ja in dem Spiel auch noch ein anderes Lied. Da mache ich die deutsche Version aber lieber. Die hat damals Betty gesungen. Boah, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, das Video gibt es auch gar nicht mehr auf YouTube. Und das habe ich auch nur noch von dem Rechner. So, jetzt kämpfen wir hier gegen Yuna. So wie gestern auch. Die zwei. So, den Skaven tun wir erstmal bestehlen. Bin ich Granate? Ja, super. Die kannst du behalten. Erst mit einer richtigen Granate. Völlig Granate geklaut. Yay. Blitz, super, ey. Lass doch mal sowas. High Potion. Yay. High Potion geklaut. Hast du nochmal eine High Potion? Nein. So, jetzt kann ich mir auch mal mit Rico angreifen. Oh, Rico sollte vielleicht erstmal eine Potion der liebe Pain geben. Sonst geht die mir nur drauf hier. Blitz! Autsch! Autsch!
komm. Hier ist jetzt mal doof. Ja. Sie gibt auf. Freiwillig. Oh, die Julie ist ja auch da. Hi, wie geht's? I could have danced all night. Und Yoshi, ich möchte nichts hören. Kannst du nicht? Ja, vielleicht freundest du dich ja noch damit an. Hold still. Ja, also mir geht's auch sogar ganz gut, bis auf das gestern mein Stream halt nicht ganz so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber hey, dafür wiederhole ich ihn halt heute. So, wir werden alle Sklaven erstmal beklauen. Dum, dum, dum. Du weißt schon, wie es mein Yoshi. Dum, dum, dum. Kommt her, kommt her. Ich will jeden Gegner mitmachen. Move. Bin ich Granate geklaut. Yay. Ja, ich wollte dich bloß warnen. Aber schön, dass Judith auch da ist und der Heine ist auch da. Ja, wer ist denn das? Wer ist denn der Heine? Nicht ein Heine? Nee, eigentlich nicht. Guten Tag. You, step aside. Du weg da, okay. So, wir beklauen mal die Sklaven, hauen einen Sklaven tot. Du sollst nichts zu Judith sagen, meine ich. Oh. Da keine. Weiß es nicht. Bist du einer meiner Abonnenten? Ich bin mal nicht. Ich glaube nicht. Weiß es nicht. Deswegen frage ich dich jetzt einfach so. So, wir greifen auch mal mit Riku an. Die könnte auch mal ein Heil-Item ver. Gebrauchen. Dum, dum, dum. Na komm her, kommt her. Alle her. Ich will hier ein bisschen leveln hier. Move. Bewegung. So, einer weniger. Don't hold out on me. Sei nicht geizig. Hahaha. So, mal eine Potion auf Riku schmeißen. Aber ist echt schön. Ich habe heute mehr Zuschauer wie gestern. Ich sollte, glaube ich, öfter mal am Samstag streamen. Aber es hat immer Mist, wenn halt der Freund da ist, ne? Ich sollte mehr ab. Kommt her, ich will noch euch mitmachen, kommt her. Dum, 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 dum. So, wir mit der anderen Losbewegung. Nein, kommt nichts von dir. Na komm, bin die Granate geklaut. Yay, meins. F10 2 hast du nie gespielt? Oh, das Spiel ist einfach nur geil. Ich habe damit angefangen. Das war mein allererstes Final Fantasy 10. Also generell mein allererstes Final Fantasy Teil. Flinke Finger, Girlklau. Dum, dum, dum. 51 Girls. Ja, wow, wie viel. Und ab hier die Schutzwall erlernt. Yeah, wir haben ein bisschen was erlernt. Endlich. Jetzt kann man weitergehen. Okay, richtig durch habe ich es auch einmal gespielt. Aber öfter jetzt nicht, also. Ich bin ja mal gespannt, wie es eine HD-Version wird. You're too slow, little girl. Ja, nee, ist klar.
show's over! Youch. Ja, Mai, ich finde halt, der Teil ist halt eher so ein Mädchenteil, ne? Wir sind episch in dem Kampf. Dum, dum, dum. Where's the imposter? Ja, Mai, also. Silberbrille geklaut, okay. So, eine Potion auf Rico schmeißen. Okay, er hat nichts mehr. Kugelhagel. Eisenreif geklaut, okay. Modus. Ja, Final Fantasy ist halt immer so eine Sache, die halt ziemlich schnell langweilig wird, vor allem weil halt man immer dasselbe macht. Aber ich finde es halt bei dem Teil halt echt cool, das mit den Kostümen. Das sehen wir jetzt gleich. Deswegen hat mir wahrscheinlich auch Lightning Return so gut gefallen, wenn man so viele Kostüme hatte. Da ist das Double. Persistent, aren't you? My grid. You give us back Uni's garment grid right now. Didn't you girls ever learn to share? Also gesehen, das ist halt eher dann was für Mädchen mit diesen Kostümen. Very well, it's yours. Ah ja. Alle eins, die Kostümpalette aufrufen und Kostüm wechseln. Yay. Mit Blindtanzel blenden. Diebstahl fehlgeschlagen? Bist du doof oder was? Versuch's noch einmal. Silberreif geklaut. Gut. Daneben. So, dann haben wir noch den Schutzfall. Den kann man mal auf Yuna richten oder auf Pain halt. Flinke Finger. Geklaut. Tanz. Blindtanz. Leblanc. 395 Gold geklaut. Yay! Klauen, versuchen wir jetzt nochmal etwas zu klauen. Dann kriegt die Yuna mal einen Trank zum Trinken.
Er besitzt keine Items mehr. Krieg jetzt eigentlich mal meine Potion hier auf den Kopf geschmissen, bitte. Anscheinend nicht. Ich wollte eine Potion für Yuna haben. Hallo. Ah, jetzt kriege ich es endlich mal. Dankeschön. Ach, Yuna hat nicht viel. Na super, ey. Wieso? Ich finde das schon als Bossmusik. Finde ich cool. I won't let you off so easily next time. Get back here. Riku. Sexy Girls. Mission abgeschlossen. Also, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, wie wir den fünfmal Kapitel schlafen, ne? Dadurch erhält man kein Excog-Kostüm, sondern eine besondere Sequenz. Also habe ich mich gestern geirrt, Clubbing. Sure looked like you were enjoying yourself. I was. It felt like some other person's excitement just took over. That can happen when you use the garment grid. The emotions of the person recorded in the sphere pass to the user. Isn't that dangerous? I can't really say. But it's your invention. I'm just a kid. Yuna, I want to see. Yeah. One moment. She's kidding. What? No dance? You look sick, Tiki. Goblins! Doing kuditok! Yay! Okay, wir fangen erstmal hier an. Apropos, sollten ja erstmal kurz zu der Story gehen, auch wenn ich die gestern schon erzählt habe. Ich werde sie heute nochmal erzählen, zur Story von Final Fantasy X-2. Wie ich immer ganz gerne sage, Final Fantasy. Ja, geht es einfach darum, dass halt im 10. Teil haben wir Tidus gespielt, der sich auf der von seinem Sender kennt, durch Sinn rausgerissen wurde in eine Zukunft 1000 Jahre später, wo Sender Kent nicht mehr existierte. Und so macht er sich dann auf dem Weg, also auf eine Möglichkeit, um nach Hause zu kommen, um 1000 Jahre zurückzureisen in die Vergangenheit. Und dabei trifft er dann auf Yuna, die zum Medium wurde und sich die Aufgabe macht, Sinn zu besiegen. Und mit diesem und als Medium erhält sie Bestias. Und unter dem Laufe des Spiels erfährt man, dass Tidus nur ein Traum ist, also nur so eine Illusion, die es gar nicht wirklich gibt. Upsala! Ja, und dadurch erfahren wir auch, wie wir Sinn halt auch immer mehr besiegen. Also wir können Sinn besiegen mit der Hohen Beschwörung. Aber die Hohe Beschwörung ist ein Witz, denn wenn man die Hohe Beschwörung ausführt, dann muss man nämlich einen seiner Begleiter, wie zum Beispiel Tidus, in eine Astra verwandeln und er wird dann zu der Bestia der Hohen Beschwörung. Wenn man Sinn mit der Hohen Beschwörung besiegt, wird aus dem Mensch, der diese Bestia ist, also diese höhere Beschwörungsbestia ist, dann und aus diesem Menschen Sinn selber. Und so wird Sinn immer und immer wieder geboren und so entscheiden sie sich dann schließlich dafür, die hohe Beschwörung zu vernichten.
Dann wird die zerstört und am Ende schaffen sie Sinn so. Dadurch, dass aber Sinn nicht durch mit der hohen Beschwörung besiegt wurde, kann Sinn ja nicht mehr wiederkommen. Ja, und so wurde dann musste Tidus dann gehen. Also es wurde ist jetzt sozusagen, der Traum ist ausgeträumt und die Astras sind alle verschwunden und die Vestias gibt's hier nicht mehr, also ich kann jetzt nicht mehr Animara beschwören. Und warum ist die jetzt hier auf dieser Reise? Ja, das erfahren wir, indem wir hier sie anklicken und uns einen Spioden ansehen. Ja, ich weiß, natürlich war es jetzt blablabla, was ich schon gestern nicht gesagt habe, aber egal. Erklärst du mir, Shinra. Schauen wir uns noch die Kostümpalette ABC an, wenn wir uns das nämlich anschauen, erhalten wir nicht eine Kostümpalette. Das Stück ist einfach alles ganz schnell weg. Ja, sehr interessant. Bla 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 bla. Ja, Mai, die Bestias, die sind halt mit dem 10. Teil verschwunden. Ist leider so. Kann ich nichts machen. Dum-dum-dum. Ja, schön, dass du alles weißt. So, die Super-Spioden-Sammlung. So, Anlass der Reise. Der Anlass, warum Yuno überhaupt zur Spürerhandlerin wurde. Aufnahmedatum unbekannt. Der Heine ist wieder weg anscheinend. Ja, gegen Shiva hätte ich ja nichts. Die hätte ich echt gerne dabei gehabt, so wie die in Teil 10 aussah. Einfach nur cool. So. So, jetzt gehen wir noch schnell in die, in die Kostümpaletten. So, machen wir zuerst die Diva hier rein. Die Schütze machen wir hier rein. Den Krieger machen wir da rein. Und den Dieb machen wir da rein. So, Ausrüstung. Angriffsformation. Ja komm, wir fangen mit der Diva an. Dann kriegt sie wieder den Eisenreif. Was ist Silberblindschutz? Silberreif. Mehr Magie. Ja gut, das machen wir. So, du setzt jetzt auch noch das um. Dann kriegst du den Dieb als allererstes. So wie immer. Und dann kriegst du die Silberbrille mit rein. Angriffsformation. Und hier kann ich noch ihr den Krieger geben. So. So, dann gehen wir noch ganz kurz in die Abilities. Ich möchte auch hier, dass sie den Kugelhagel gleich erlernt. Beim Limtanz ist mir eigentlich egal, da kannst du nicht mal erstmal die Himmel erlernen. Dieb. So. Dann schauen wir mal bei ihr. Bei Schütze mache ich immer den gleich den Kugelhagel voll. Und das ist mir eigentlich egal, da kannst du eigentlich den
Flammenschwert machen. So, die war. Beim Dieb machen wir jetzt den Zeitklau des und Tschüss. So. So, dann sie jetzt noch. Krieger. Sie allein das Flammenschwert. Möchte ich aber nicht. Notprotest wäre doch was. Cool. So, Diva, machen wir das hier. So. Gut. Dann reden wir sie wieder jeden an. This is Pain. I look up to her as a sphere hunter and also as a friend. I still don't know her very well. She's not exactly the talkative type. I heard she joined the Gullwings shortly before I did. Riku doesn't know much about her either. What now? Nothing. Dum dum. Having fun? Good luck. You bet. It all began when I saw this sphere of you. At least, it looked like you. I couldn't say for sure. I thought I would find the spirit to join the Gullwings, so I did. Aber Anima im Tutu, oh Gott, nee, ich mir gar nicht vorstellen. Ah! Ja, den Satz finde ich immer noch cool, dass das solche Leute sind. I'm really enjoying myself. Na dann. For a while there, I was starting to feel like a kid. Don't be silly. So, dann sprechen wir nochmal ihn jetzt an. Yona, has my talking gotten better? He really has improved quite a bit. He told me that he practiced just so that he could talk with me more. Die Albert-Sprache. Yona lernt die Sprache der Albert, wie sie auch vom Brüderchen verwendet wird. Manchen sind in der Bikanelwisse-Ausgabe nach Albert-Lexika. Wichtiges Item. Albert-Lexikan 21 erhalten. Wichtiges Item. Albert-Lexikan 19 erhalten. Albert-Lexikan 3 erhalten. So, dann werden wir jetzt erstmal wieder mal den Aufzug benutzen. So, es geht nicht zum Außendeck, will ich nicht gehen. Obwohl, komm, ich zeig's euch ganz kurz. Dum, dum. Und wie soll die halten mit seinen gefesselten Armen? Yay, ranzoomen! So, jetzt möchte ich. Jetzt haben wir den Maschinenraum. So, eine Kiste, drei Allheilmittel, ein Äther, vier Phönixfedern und vier Potion. So, hier ist ja nichts, wie wir schon im letzten Part festgestellt haben. Seine Unterteil. Oh, Wallowan. Dann gehen wir noch schnell in die Quartiere. Legen uns kurz ins Bett, weil wir sollen uns ja nach jedem Kapitel ins Bett legen. Oder beziehungsweise am Anfang des Kapitels.
So, davor sprechen wir noch bei Mr. Schenke an. Miss Yuna, what can I do for you? Our barkeep's a Hypella. No one knows his real name, so everyone just calls him Barkeep. Brother took him in, and now he works aboard the airship. Einkaufen. Kaufen. Ah, da kaufe ich noch eine dazu. So, von hier kaufe ich mir ebenfalls 5. Dann von hier 5. Vom Echokraut 5. Von der Goldnadel 5. Vom Weihwasser 5. Gut, dann halt nur 2. Kopfband. Ich glaube, kann ich dran, was es kann, ne? So. So, ausruhen. Und dann beginnen wir mit unserer ersten Mission. Wie, es fängt jetzt draußen an zu regnen. Das ist schon Hammer. Ich gehe auch immer mit meinen Schuhen und mit meiner kompletten Kleidung ins Bett. Ja, ich komme ja schon. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht. Also da fand ich schon andere Charaktere schlimmer beim Laufen, wie zum Beispiel in Silent Hill 3 Heather, wenn die Brücken, die Treppen runtersteigt. Boah. Speichersperioden zu teuer. Durch das Berühren eines Speichersperioden werden HP, MP und Zusatzverstoßung geheilt. Mit Speiern können Zuspielende abgespeichert werden. Mit zum Flugschiff kehrt man zum Flugschiff zurück. Also wie gesagt, wenn halt die Dame von Silent Hill 3 durch die Gegend läuft, sieht das immer grauenvoll aus. So. Yay, der Bumi ist auch da! Gagaset! Ja, das kommt noch. Auf geht's, Spörtanter. Wir haben einen Spörioden auf dem Gipfel Gagaset angepeilt. Springt vom Flugschiff und holt ihn euch. Den holen wir uns! Sacred Mount Gagaset, silent guardian of Xanarkand, city of the dead. When the faith disappeared, the clouds enshrouding the mountain began to thin and disperse, revealing long forgotten ruins among its peaks. Hey, the rocks are floating! Don't tell me we gotta climb up that thing! No worries, I'll take you to the top. Die zwei, jedes Mal dasselbe, oder? Ja, das war eine bisschen mehr oder weniger gute Landung. Yuna! Ich sage euch jetzt nicht wieder, dass du wie gestern gegenseitig anmachst, sondern ist ja alles gut. Na komm schon, ihr seid doch stark, zieht mich endlich hoch.
Thanks. That was a little close. A little? We're coming! We're here. Everything's fine now. Now, keep an eye on Rico. You got it. So, ich darf mich auch bewegen. Yay! Anleitung zum Springen. Wenn man einen Kreis gedrückt hält, kann man automatisch springen, sobald man sich einem Abgrund nähert. Achtung, wenn Kreis nicht gedrückt wird, kann man leicht die Balance verlieren. Anleitung zum Klettern. Wenn man einen Kreis gedrückt hält, kann man automatisch klettern, sobald man sich an der entsprechenden Wand oder Stufe nähert. Wir alle stöhnen beim Springen, wenn sie rüberspringen müssen. Anleitung zum Springen 2. An bestimmten Stellen kann man hinunterspringen, wenn man den Kreis nicht gedrückt wird. Yay! Ein Stromring erhalten. Oh, we're not getting across this way. Let's find another route. So, ich würde sagen, ich speichere mal kurz. Ich kann gar nicht glauben, dass wir erst eine Stunde haben. Alles klar, Bumi. Ja, dann kein Wunder, dass die sich komisch anschauen deswegen. So, benutzen wir mal wieder den Aufzug. Yay, Aufzug bedienen. I wonder how safe this is. Ja, und nur weil du das jetzt gesagt hast, fährst du es dann gleich runter und es ist nicht mehr sicher. Ja, nee, ist klar. What about me? Egal, gehen wir halt alles zu Fuß. So, holen wir uns die Kiste. Elixier erhalten. Yay. Und der nächste Kampf. Aber ich darf Juna jetzt auch tanzen. So, still endlich. Billiggranate, super, ey. Don't hold out on me. Billiggranate halten. Thank you.
Dum-dum-dum. Sehen wir uns. Nein, wir kommen natürlich keinen Schritt weiter. Wir müssen den nächsten Kampf machen. So, Klauen, Sklaven, Tanz, Splintanz. Und Angriff. Hymne erlernt und Schuss erlernt. Yay. Level gestiegen. So, da unten ist ja nichts mehr. So, hier war ja auch nichts. Ja, Leblanc, ist klar. The thief. Whatever do you mean? Oh, that's what I hate about amateurs. Maybe she'll go away if we ignore her. You, I heard that. Just as I was saying, amateurs, they have no concept of what it takes to be a true sphere hunter. Amateurs, weren't you following us? Following? A mere coincidence. Ja, nee, ist klar. You was right, boss. As always. Indeed, following them has paid off splendidly. Nah. Laugh while you can. Oh je, die zwei mal wieder. Und wir kämpfen wieder gegen, ja, Leblanc und seine Kameraden. Ihre Kameraden. Seine. Again. So, jetzt haben wir erstmal ein Lied, Hymne. It's all in the wrist. Gauntlet geklaut, aha. Tanz, Splintanz. Weiße Umhang geklaut, yay. Enjoy your flight. Schallfächer, ouch. Ormi angreifen, klauen, Lebrensk, was zu klauen. Portion Mumm. Diadem geklaut, yay. So, Juna darf sich jetzt erstmal umziehen. Mal direkt einen Gürklau. Nein, die kann nicht den Boogie Boogie tanzen. Wow, das war aber ganz schön viel, Girl. Geh jetzt mal bitte eine Potion hier. Ja, da habe ich sie. Kugelhagel, Ormi. Flinkfinger, Gürlklau, Ormi. Portion Mumm. Na los, mach schon, mach schon, mach schon. Na also, der erste ist schon mal weg. Nein, das war jetzt doof. Finger, Gürlklau. Hm. 233, oh yeah.
Ja, deine Portion Mumm bringt es auch nichts mehr. Aktivmodus, darf ich jetzt mal angreifen hier? So, nur noch eine Blends, komm schon. So, Level gestiegen. And this is the thanks I get for going easy on you. She's getting hurt. Mhm. Da macht es mal Pain. So, und jetzt beginnt eine Mission. Wir müssen schneller sein als diese Idioten da. Schlag die Leblanz-Bande, erreiche die Ruinenspitze von Leblanz. Aber Vorsicht, wer weiß, was sie alles anstellt, um dich aufzuhalten. Ziel erreiche als erstes die Spitze der Ruinen. Das bei Pokémon oder was? Ich will, dass sie endlich mal Unschiss erlernt hier. Da kann ich das schon. Dieses Mal gehe ich nicht da hoch. So doof bin kein zweites Mal. Aber dafür nehme ich noch die Mega Phoenix mit. Kampf! Angriff. Kugelhagel. Lauens Klavin. Findalon. Und sie kann Unschuss schon, das ist gut. Wieso vom Pokémon geklaut? Wie kommst du auf den Blödsinn? Level gestiegen, das ist schön. So, dieses Mal wird's nicht eng mit der Zeit, so wie gestern. Potion geklaut, okay. Dunkler Blick. Halt's auf damit. Nur Protes erlernt. Yay. Oh, Pain ist mal wieder blind. Augentropfen einmal erhalten. Das ist immer gut, weil die brauche ich jetzt. Unsere Mitspielerin ist nicht blind. So, jetzt gehe ich erstmal auf die Items. Augentropfen auf Pain. So, dann gehen wir auf die Ausrüstung. Ausrüstung Yuna. Silberreif lasse ich mal bei ihr drinne. So, was kriegt sie jetzt noch? Stromring. Stummschutzdiadem. Magie- und Zauberabwehr. Weißer Umhang. So, kriegt sie das Diadem. So, dann kriegst du jetzt auf jeden Fall das Gauntlet. Und den weißen Umhang, Notprotest. Strom, Magie, weißer Umhang. So.
Sequenz. Guten Tag. You look a tad flushed. Why not stop to catch your breath? Dum dum. Snake! Ja, alles klar. Billiggranate, die kannst du behalten. Dum-dum. Potion dreimal. Cool. So, und ab durch das Tor. Und auch hier werde ich noch den Item abgriffeln, indem ich beide Schalter hier betätige. Schalter drücken. Yay. Schalter drücken. Ganz am Anfang wusste ich nie, wo dieses Teil ist. So, Gegner! So, am Klauen Bomber. Angriff Bomber. Bomber angreifen. So, jetzt wäre es ganz gut, wenn ich jetzt erstmal wieder klauen darf. Entenpack, Enten, was? Eine Phönixhörner und zwei Potions. Yay. Dabei, dabei. Okay. Aber schön, dass ihr alle, dass heute so viele da sind. Dum, dum. Was ist jetzt? Ach, ihr schon wieder. So. Billiggranate. Ja, die wollte ich eigentlich nicht. Da bekommst du mir eine Phönixfeder. Potion dreimal. Den Weg laufen wir extra nur, weil da ein Item ist. Das will ich nämlich haben. Meins. Hitzering erhalten. Moment mal. Accessoires. Nein, 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 so nicht. Ausrüstung, Ausrüstung, Ausrüstung. Mega Man. Ich spiele bestimmt keinen Mega Man. Notprotest und Hitze 50%. So. Okay. Riesenmonster. Don't hold out on me. Phoenix wieder geklaut. Yay. Au. Geklau. You got it? I'll steal it. Na komm schon. Gut. That wasn't much fun.
Nein, ich spiele keinen Mega Man. Ich werde niemals Mega Man spielen. Das ist einfach nicht mein Game. This is your lucky day. Heute ist ein Glückstag. Ja, wir greifen alle Gegner an. Flammenschwert. Oh geil, ey. Soll ich euch dann auch gleich mal zeigen. Dum dum. Komm schon, ich krieg jetzt einmal den Kugelhagel 2. Würde mich freuen. So, lass jetzt erstmal sie nochmal beklauen hier. Phoenixfeder! Bye! Dum dum dum! Oh Yoshi, du sollst. Stefan! Ich sag schon Yoshi. War es ganz durcheinander, weil gestern hat der Bumi mit Yoshi geflirtet und jetzt flirt Stefan mit Bumi. Und hoch mit uns. Yeah. So, ist hier hinten was? Zum Beispiel eine Kiste? Nope. Dum, dum, dum. Ich mag das Spiel nicht. Ich mag Mega Man nicht. Definitiv nicht. Ich bin lieber so. FF10, 2 Zocker. Yay! Ein neuer Kampf. Lange dauert es noch für Kugelhagel Nummer 2. Dunkler Blick. Dum, dum, dum. Augentropfen. Ja. Guten Tag. Let's show the ladies a nice warm welcome. Boah, Mega Man sieht doch nicht mal gut aus. Da hast du recht, Schulit. Ja, ich mag Dark Souls auch nicht besonders. Bis da nach oben müssen wir. Erstmal die Kiste noch mitnehmen. Dum, dum. So, die mache ich ganz schnell fertig, bevor sie mich blind machen. Dunkler Blick. Immun. Haha. Yay, Augentropfen. So, was haben wir hier drin? Ein Sternenamulett.
Hä? Dum, dum. Dub, dub, dub. Ah, jetzt hab ich's. Ich seh's, ich seh's. So, hier muss ich hin. Dum, dum. Ein bisschen ab. Would you stop staring? Die hängen ein bisschen ab. So, und vor dem Kampf speichern wir, damit wir wieder volle Gesundheit haben. Dum, dum, dum. Die wollten bestimmt die Kiste haben und sind dann dabei runtergefallen. Meins! Muskelgürtel! So, Bosskampf! Kleiderdurchhänger. Ah, okay. Guten Tag, Herr Krebs. Figures we'd run into something like this. It comes. Ja, ich weiß. Dum, dum. Hallo, du Spinner? Okay. So, zeig ich gleich mal das Schwammschwert. Flammenschwert! Und dann tun wir erstmal was. Klauen und Kugelhagel. Alle Heilmittel geklaut, okay. So, sehen wir das Flammenschwert. Cool, oder? Flinke Finger, Gülklau. Schwerttesch. Schwarzmagie, Feuer! Bohrspinne, okay. Itemjäger erlernt, okay. So, machen wir nochmal Feuer. Komm, mach schon, mach schon. Flinke Finger, Güllklau, nee, Klauen, Bohrmaschine. Schwerttesch, Kraftbrecher. Kleber? What the hell, man? Oh. Allheilmittel auf Rico, bitte. Und ein Allheilmittel auf die andere. Ah, ne, brauche ich gar nicht mehr. Okay. Aber jetzt eine Potion auf Yuna, so. Eine Potion auf Yuna, bitte. So. Eisbad erlernt, okay. Eisbad. Will ich euch auch gleich mal zeigen. Wie sieht das aus? Na los, zeig schon, zeig schon, zeig schon. Zeig! Das ist ein Eisschwert, aha, okay. Pain räumt hier ab, ein Level nach dem anderen, also ein Ability nach dem anderen Ability. Dum, 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 dum. Found it.
Ich bewege mal ein bisschen die Maus. So. It's obvious to the trained eye. That spear's just a dud. Ja, nee, ist klar. Perfect for the dull wings. Ja, das Möwenpack sind wir. Well, I guess we'll be taking this. Mission abgeschlossen. Was nur? Pain hat eine neue Stufe. Ja, das ist ja toll. Sternamulett und Feenohrring. Und wir werden abgeholt. Nein, der ist nicht bei uns. Said something about Yuna being in trouble, then he just jumped ship. Ah, yeah. He's alive, right? Just leave him there. Can you analyze the sphere we found? I'm on it. Da, 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 da. Aber Moment, ich sammle gerade Infos. Warte, keine Sorgen, wir fliegen mit Autopilot. Alles läuft bestens, auch ohne Brüderchen. Frag Shinra, ob er mit der Spinellin-Analyse fertig ist. Sich um ihn kümmern. Thank you, brother. It was nothing. Don't strain yourself. Leader must be tough. Deswegen musst du mich nicht gleich abknutschen wollen. So, und wie weit bist du? Analysis complete. Wanna watch the sphere? Yo. Wollen wir? Ja, das ist dann erkannt vor 1000 Jahren. So wie es aussah, als Tidus da drauf gelebt hat. I can't believe I actually got a ticket. What a thrill. So, und jetzt kriegen wir übrigens die Schwarzmagierin, so wie du es noch gewusst hast. Juliet. Ich hab man ziemlich früh bekommen. Think it's worth anything? It's not very exciting. Junk. Junk. Das ist Müll. But we can use it as a dress sphere. Kostüm-Spiot, Schwarzmagier erhalten. Yeah! Incoming data. Goings to your stations.
Hey, how long you plan on lying there? Ja, was auch immer das heißt auf Deutsch. What is it? The treasure sphere data you've been dying for. There's at least one on Besaid Island. Mm-hmm. And another in the Xanarkand ruins. So, where to? So, Tutorium. Mission Auswahl. Meistern Sie Missionen und Kapitel anhand der aktiven Verbindung, die Kumpelchen analysiert hat. Um eine Mission auszuwählen, sprechen Sie Kumpelchen an und öffnen das Missionsmenü mit Kreis zurück auf der Brücke. Tutorium. Aktive Verbindung. Wenn man Missionen auswählt, werden aktive Verbindungen geknüpft, die wiederum zu neuen Missionen und Kapitel führen können. Bauen Sie sich Ihre eigene Geschichte auf. So, als allererstes... Ja, schön. Bevor es losgeht, gibt es noch ein paar Anweisungen zur Missionsauswahl. Die Liste auf der linken Seite zeigt dir anfliegbare Orte. Wenn man die Verbindung aktiviert, erscheint das Wort aktive Verbindung. Das reicht geradezu noch Abenteuer. Speerjagd auf Spacet. Auf Spacet wurde ein Spirit geortet. Sammelt Infos im Dorf und findet den Speerjoden. Am unteren Teil der Bildschirms erscheint eine Liste leicht und schwer. Zeigt den ermittelten Schwierigkeitsgrad der Kämpfer an. Kumpelchen, je mehr Sternchen, desto stärker sind die Monster. Nehmt euch in Acht, solange euch euer Level noch niedrig ist. Das war's vorerst, Möwenpack. Wo sollen wir es hingehen? Ja, wir werden als allererstes, wie auch beim letzten Mal, in den Funguspass reisen. Monster am Funguspass. Die Liga bereitet sich in ihrem Hauptsitz auf eine größere Aktion vor und kümmert sich nicht mehr um die Monster. Okay, dann bis dann, Clubbing. Ah, it's those creeps again. Maybe there's a sphere here. It's our turn to do the following. Good to see you again, Lady Yuna. You haven't forgotten me, have you? Yivel, isn't it? You're in the Youth League. Ha! You really do remember me! I am truly honored, Lady Yuna. Since that day we first spoke, the Youth League has been conducting a sphere hunt of its own. We, the Youth League! Clasco, take it from here. We, the Youth League, to better our understanding of Spira's past, vow to remain vigilant in our search. Ein bisschen mehr Mut hier. For ruins and spheres. In Teil 10 war noch ein Schokobutzüchter. Oh, that's enough! Those two guys are getting away! Did LeBlanc's men pass through here? Yes, they said they're here to take care of our fiend problem. You see, the Youth League is in preparation for an important operation, leaving our patrols shorthanded. Oh. As a result, the road to headquarters has been overrun with fiends. Not done. Be warned, unless you can defeat the fiends on the road, you will not be able to pass. So, are you ready to run the gauntlet? Nein, im Moment nicht. The Jose High Road is relatively safe. Proceed along that road. Clasco? Clasco. Show them the way. Of course. This way, please. So, natürlich habe ich jetzt erstmal abgelehnt, weil da oben ist nämlich auch noch eine Kiste, die ich haben möchte. Die ist ungefähr hier irgendwo, genau. So, hier ist eine Plattform, mit der fahren wir nach oben. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da hinten. Ja, und wenn wir das im Teil 10 machen, dann können wir da das alte Schwert umwandeln in die Solaris-Waffe von Owen. Ja, in diesem Teil hier. So, da haben wir die Kiste. 1000 Gülleiten. Yay. Ich brauche Geld, Geld, Geld. Immer mehr Geld. Apropos, ich muss heute eigentlich noch die
müssen sie dann den Schwarzmäger austristen. So. Was ist denn das für ein Monster hier? So, are you ready to run the gauntlet? Ja, bin ich. Understood. Expect to encounter fiends until you reach the vicinity of the lift. Fight your way through them and proceed to headquarters. That's it. Good luck. Clasco? Clasco, show them the way. Of course. This way, please. So, hallo. Was kannst du sagen? Die ganzen Geräte hier sind alles Aparte, die wir umgebaut haben. Manche wurden von einem Bett ausgegraben, andere wiederum stammen aus Bevel. Na dann mal auf zu der Mission. Du, 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 du. So, so, in 7 Tagen hast du als Geburtstag. Das ist doch schön. Die Anzahl der Patunien ist zurückgegangen. Besiege die Monster am Funguspass. Wird der Nebel dichter, vermehren sich auch die Monster. Ziel erreicht den Lift zum Hauptsitz. So, jetzt warten wir erstmal, bis der Nebel ein bisschen heller wird. Jetzt haben wir gleich die stärksten Monster hier. So, erstmal hochfahren. Ich krieg euch! Oder auch nicht. Feuer, ja, das mit seinem Feuer nervt mich schon wieder mal. Komm, geht drauf! Portion geklaut. Der Potion, wie ich mal ganz gern sage. Macht zwar immer das Rotauge kaputt, Mensch. So. Level gestiegen. Yay. Eine Kiste! Turbo-Ether! Oh oh. Es ist ein Nebel dunkel, das heißt starke Gegner. Okay, gut, das ist jetzt nicht so die starksten Gegner oder so. Feuer! Na komm! Angriff! Magie plus! Ja, schön. Magie plus! Ja, der Chat geht noch, das ist gut. Weil irgendwie hat das keiner mehr geschrieben und einfach so, hä? Geht er jetzt nicht mehr oder was? Könnt ihr das vorne noch besiegen, bevor ich die Items verwenden darf? Danke. Da, da, da. Level gestiegen. Yay. Alle steigen ein Level hoch.
So, Items, Potion, einmal eine auf Yuna, eine auf sie. Ach komm, ich habe eigentlich genug, ich kann eigentlich auch voll heilen. So. Nebel, verzieh dich ein bisschen, ich will was sehen. Ja, das dauert ein bisschen, bis ich bei der bin. Und ich erstmal ganz andere Sachen. Kiste! Phönixfeder erhalten. Oh, dieser Nebel ist der nervig vielleicht. Oh, ich hab die Maus mitten im Chat drin, das ist scheiße. Und Bams! Dom, 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 dom! Komm schon. Was ist der erste Tod hier? Na also. Feuer! Dum dum. Ja. War klar, dass das irgendwann kommen muss. Bombersplitter erhalten, cool. Wie die Gift, das bewegt sich, also bei mir bewegt sich das Bild nicht. Sagen, bei mir bewegt sich's nicht. Hi, Potion erhalten. Aber das heißt halt nur mal so, dann nennt's halt G-Pack oder so. Oh, schon wieder ein Kampf. Feuer! Besser mal bei dem Speicherpunkt speichern und mal den Stream beenden, auch wenn es jetzt keine 2 Stunden sind. Nur mal eine kurze Pause, ich habe schon wieder so einen komischen Ton gehört. Okay. Ja, super, ey, hallo. Ja, ist mir egal, ich werde trotzdem mal früher jetzt Schluss machen. Weil ich habe irgendwie schon wieder so einen komischen Ton gehört. Und sicher ist sicher, dann schaue ich lieber alles neu, bevor wieder sich mein ganzer PC verabschiedet. Speichern! Nein, ich mach nicht Schluss mit euch. Ich mache einfach nur einen kurzen Streamstopp und tun dann nach 5 Minuten wieder starten. Also heißt, ihr seht mich gleich wieder. Bis gleich, Leute.